Unsere Vorfahren haben nahezu alle Methoden getestet, um nicht ungewollt schwanger zu werden. Von Kondom aus Tierdarm bis hin zur Anwendung von Krokodilkot als Spermienkiller. Jetzt kommen 10 unglaubliche Verhütungsmethoden aus der Vergangenheit, die ihr zu Hause ganz sicher nicht ausprobieren solltet. Nummer 10, das Zitronendiaphragma. Zitronen in der Vagina zu platzieren, um Schwangerschaften zu verhindern? Genau das empfahl der legendäre Giacomo Casanova. Casanova schob eine halbierte Zitrone in die Vagina seiner Geliebten als eine Barriere zur Gebärmutter, denn Casanova glaubte an die spermatötende Wirkung des sauren Saftes. Bizarrerweise könnte diese Methode sogar funktioniert haben, denn obwohl Casanova behauptete, jede Nacht wenigstens 6-mal Sex gehabt zu haben, sind wohl nur wenige uneheliche Kinder geboren. Allerdings hatte Casanova heftig mit Geschlechtskrankheiten zu kämpfen und war von Narben gekennzeichnet. Eindeutig bot also die Säure keinen Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Können aber in die Partnerin gestopfte Früchte eine Schwangerschaft tatsächlich verhindern? Eine Gruppe von Wissenschaftlern in Australien scheint dieser Meinung. 2002 fanden diese in einem Experiment heraus, dass Zitronensaft Spermien und HIV-Erreger tatsächlich zerstört. Ein halber Teelöffel Zitronensaft soll bereits ausreichen, um 2 Teelöffel Sperma in nur 30 Sekunden auszuradieren. Nummer 9, die Coca-Cola-Dusche. So unglaublich das klingt, aber selbst Coca-Cola wurde bereits als Mittel zur Empfängnisverhütung verwendet. In den 1950er Jahren machte ein Gerücht die Runde, dass die Kohlensäure des beliebten Getränks Spermien abtöten könnte. Zudem eignete sich die klassische Cola-Flasche prima fürs Schütteln und Spritzen. Die Methode war einfach: Flasche schütteln, in die Scheide einführen und dann die Kohlensäurebläschen einfach ihre Arbeit machen lassen. Aber kann so etwas tatsächlich funktionieren? 2008 haben Medizinwissenschaftler in Harvard getestet, ob Coca-Cola Spermien wirklich neutralisieren kann. Dabei stellte sich heraus, dass Coca-Cola Light sämtliche Spermien innerhalb einer Minute killen konnte, wogegen in normaler Coca-Cola 41% überlebt haben. Trotz der Wirksamkeit des Cola Light Experiments warnt Teamleiterin Deborah Anderson, dass dies keinen Schutz vor einer Schwangerschaft bedeutet, denn ein Spermium kann die Gebärmutter in Sekunden erreichen und damit lange vor jeder Cola-Dusche. Nummer 8, das Wiesel-Hoden-Strumpfband. Als Europa im frühen Mittelalter noch vom Aberglauben statt von der Wissenschaft bestimmt war, kamen Frauen auf die verrücktesten Verhütungsideen und fragten dabei oft Wunderdoktoren um Rat. Besonders beliebt soll ein spezieller Strumpfhalter mit Wieselhoden gewesen sein, der während des Sex um die Oberschenkel getragen wurde. Allerdings kann man sich wohl kaum etwas Abtörenderes vorstellen als ein paar abgetrennter Wieselhoden, die da am Bein der Frau baumeln. Tierhoden waren im 16. Jahrhundert auch in Kanada sehr beliebt, allerdings wurden dort Biber bevorzugt, natürlich nicht Justin Bieber. Statt daraus einen kleinen Gurt zu basteln, zermalten die Kanadier die Biber-Eier zu einem Pulver und gaben selbst gebrannten Schnaps hinzu. Nun fanden Wissenschaftler tatsächlich heraus, dass diese Mischung männliche Sexualhormone enthält, die sich auf den Hormonhaushalt der Frau und deren Fruchtbarkeit ausgewirkt haben könnten. Ein paar Eier zusätzlich können also doch Erstaunliches bewirken. Nummer 7, Verhütung durch Krokodilmist. Fast 4000 Jahre alt lässt diese Papyrus-Schriftrolle vermuten, dass die alten Ägypter eine der ersten Zivilisationen waren, die eine wirksame Methode der Empfängnisverhütung entwickelt hatten. Die etwas eklige Methode sah vor, dass sich Frauen eine Mischung aus getrocknetem Krokodilkot und Honig in die Vagina einführten, um damit eine Schranke zwischen Samen und Gebärmutterhals zu errichten. Diese Methode scheint nach historischen Berichten erstaunlicherweise ziemlich gut funktioniert zu haben, denn der Kot enthält Säure, was tatsächlich als Verhütungsmittel funktionieren könnte. So waren es auch nicht nur die alten Ägypter, die Tierkot zur Geburtenkontrolle einsetzten. Auch im Indien des 1. Jahrhunderts behandelten Frauen ihre Scheide vor dem Sex mit einer Mischung aus Steinsalz, Honig und Elefantenkot. Nummer 6, Olivenöl für die Gebärmutter. Eine weitere ziemlich bizarre Form der Geburtenregelung wendeten die Griechen in der Antike an. Dort wurde Oliven mit Zedernöl gemischt, um daraus eine empfängnisverhütende Substanz zu gewinnen. Nach Überlieferung des griechischen Arztes Soranus sollten griechische und römische Frauen, die nicht schwanger werden wollten, diese Tinktur auf den Gebärmutterhals auftragen. Die Frauen hätten angeblich entdeckt, dass Olivenöl die Beweglichkeit der Spermien behindert und sie somit nach dem Sex noch ausreichend Zeit hätten, den Samen ihres Ehemanns oder Kunden auszuwaschen. Die Rezeptur des primitiven Verhütungsmittels bestand aus Olivenöl, Honig, Zedernharz, dem Harz des Balsambaums und giftigem Bleiweiß, was grausame Nebenwirkungen zur Folge hatte, wie ein Brennen in der Scheide und manchmal sogar der Tod. Vermutlich hatte Soranus diese absonderliche Verhütungsmethode von Aristoteles gelernt, der ebenfalls empfahl, dass Frauen die Mixturen in ihre Vagina einbringen sollten, um die Spermien zu verlangsamen.
Nummer 5. Ausräuchern der Vagina. Wie wir sehen, war das Auswaschen der Scheide eine weit verbreitete, wenn auch wenig erfolgreiche Methode der Geburtenkontrolle. Die alten Ägypter gingen aber noch einen Schritt weiter, indem sie die Vagina nach dem Waschen zusätzlich noch ausräucherten. Bei dieser seltsamen Methode, die noch lange sehr beliebt war, standen die Frauen mit gespreizten Beinen über heißen Steinen, die mit einer medizinischen Flüssigkeit übergossen wurden und Dampf erzeugten, der dann in die Vagina einzog. Im Mittelalter erweiterten die Europäer diese Methode, gaben Kräuter in das kochende Wasser und führten außerdem den heißen Dampf durch einen Trichter in die Vagina, was sicher fürchterliche Verbrennungen zur Folge hatte. Noch im 20. Jahrhundert nutzten Frauen in der Lower East Side von Manhattan diese Methode zur Abtreibung. Sie saßen über einen dampfenden Kessel von Zwiebeln, ganz nach der Beschreibung eines Textes der Hindu aus dem 8. Jahrhundert. Nummer 4. Spülen mit Lysol. Zwischen 1920 und 1930 war eines der spannenderen Produkte zur Empfängnisverhütung Lysol. Falls ihr noch nie davon gehört habt, Lysol ist ein keimtötendes Desinfektionsmittel, das normalerweise verwendet wird, um Schimmel zu entfernen und Toiletten zu reinigen. In den späten 1920er Jahren wurde Lysol als Hygieneprodukt für Frauen vermarktet und einige Frauen nutzen dies für empfängnisverhütende Spülungen. Allerdings war Lysol damals viel höher konzentriert als heute und zusätzlich enthielt die Substanz bis 1953 auch noch Cresol, was Entzündungen zur Folge hatte, Verbrennungen und sogar Todesfälle. Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, stellte 1933 eine Studie fest, dass von 507 Frauen, die Lysol zur Verhütung angewendet hatten, 250 dennoch schwanger geworden sind. Trotz einiger Gerichtsverfahren wurde niemand verurteilt oder für die schweren Verletzungen zur Verantwortung gezogen, die viele Frauen durch Lysol erlitten hatten. Wenn es aus dieser Geschichte eine Lehre gibt, dann die, dass ein Desinfektionsmittel in der Scheide nicht zu suchen hat. Nummer 3. Gefühlvoll zudrücken. Viele werden von der Methode des Herausziehens, also dem Coitus interruptus, gehört haben. Dagegen ist der Coitus obstructus nicht sehr bekannt. Diese Form der Empfängnisverhütung beschreibt den Druck auf die Vorderseite der Hoden, um die Harnröhre zu blockieren, um eine Ejakulation zu verhindern. Auch wenn das etwas seltsam erscheinen sollte, ist dies weit mehr als eine nur historische Verhütungsmethode. Das Verfahren könnte tatsächlich noch eine große Zukunft haben, denn 2016 hat ein deutscher Zimmermann ein neues System entwickelt, das es Männern erlaubt, ihre Spermien buchstäblich per Knopfdruck scharf zu schalten. Clemens Biemek hat dazu ein kleines Ventil zur Schließung und Öffnung des Samenleiters erfunden, wodurch der Transport der Spermien aus den Hoden gesteuert werden kann. Zusätzlich wird ein kleiner Schalter im Hodensack implantiert. Clemens Biemek unterzog sich selbst der Operation mit nur lokaler Betäubung, um dem Chirurgen genaue Anweisungen geben zu können. 25 weiteren Männern wird dieses Ventil im Rahmen eines Tests bald ebenfalls implantiert. Wenn alles gut läuft, hofft Biemek, seine Lösung ab 2018 verkaufen zu können. Nummer 2. Kondome aus Tierdarm. Kondome sind zwar eine der bewährtesten Verhütungsmethoden unserer Tage, aber keinesfalls eine moderne Erfindung. Vor der Entwicklung der Gummikondome, die Goodyear 1855 erstmals herstellte, war ein Kondom schon ziemlich widerlich. Im 15. Jahrhundert bestanden Kondome meist aus Fisch- oder Tierdärmen, meist Schweine, und wurden mit einer Schleife festgebunden. Das ist ja dann doch irgendwie romantisch. Ein Jahrhundert später war auch unser sexbesessener Venezianer Giacomo Casanova dafür bekannt, seine Männlichkeit in ein 20 cm langes Leinentuch zu wickeln, gesichert durch eine rosa Schleife. Das klingt doch alles gar nicht so übel, oder? Nun, jetzt kommt der Höhepunkt, denn die Kondome waren zur Wiederverwendung gedacht. Und die Kondome aus Tierdarm mussten ins Wasser eingeweicht werden, damit sie weich blieben und nicht austrockneten. Übrigens waren die Poren der Tierdarmkondome tatsächlich so klein, dass keine Spermien hindurchpassten. Sie haben also als Mittel zur Geburtenkontrolle wirklich funktioniert. Aber wie schon beim Zitronendiaphragma schlüpften die nervigen Geschlechtskrankheitenerreger trotzdem durch. Und wir kommen zu Nummer 1, der Quecksilber-Cocktail. Rund um den Globus nutzten die Menschen in allen Zeitepochen Flüssigkeiten, um sich vor unerwünschten Schwangerschaften zu schützen. 900 vor Christus empfahlen chinesische Geburtenkontrollexperten, gleich mal nach dem Sex 16 Kaulquappen zu schlucken, die zuvor in Quecksilber gebraten wurden. Frauen, die diesen Giftcocktail zu sich nahmen, hatten damit Erfolg. Naja, abgesehen von vielen Nebenwirkungen wie permanenter Unfruchtbarkeit, Lähmungen, Gehirnschäden, Nierenversagen und unter Umständen sogar der Tod. In der Geschichte wurde Frauen dennoch auch weiterhin zu giftigen Substanzen geraten. Im 2. Jahrhundert nach Christus empfahl Soranus Frauen, bleihaltiges Wasser zu trinken. Diese Idee hielt sich bis zum Ersten Weltkrieg, als Frauen freiwillig in bleischmelzenden Fabriken arbeiteten, weil sie glaubten, dass ihr Kontakt mit Blei eine wirksame Form der Geburtenkontrolle sei. Stattdessen aber führte das zu anderen Gesundheitsproblemen, sodass sich die Frage einer Schwangerschaft erst gar nicht mehr stellte. Das war meine Top 10 der sonderbarsten und krassesten Methoden zur Geburtenkontrolle durch die Jahrtausende. Ich glaube, diese Sache dürfen wir uns durchaus glücklich schätzen, im aufgeklärten 21. Jahrhundert zu leben. Stichwort aufgeklärt, wie wär's denn mal mit dem Thema 10 Mythen der Sexualität? Das könnt ihr euch hier anschauen. Und wenn ihr dann immer noch Lust habt, 10 Fakten über Selbstbefriedigung. Viel Spaß, aber nicht zu viel Spaß. Und auf Wiedersehen!